Jo Leute, was glaube ich hin zu der Eurico Italia, und in diesem Video mal darum gehen, dass wir uns mal endlich das Mythenvideo in GTA 5 anschauen, und zwar welche Mythen es wirklich jetzt im Moment in GTA 5 gibt und welche ziemlich gruselig sind. Wenn ihr noch sehr viel Geld in GTA 5 haben wollt, könnt ihr auf jeden Fall in die Videoschreibung beischauen, da gibt es einen Link zu Extreme Modding. Doch ich würde sagen, verlieren wir gar nicht länger mehr Zeit. Übrigens, wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren und auch die Glocke drücken, dann werdet ihr nie wieder bei diesem Kanal ein Video verpassen. Let's go Leute, fangen wir sofort an mit diesem Video. Ihr seht es gerade auch im Hintergrund Leute, ich bin mal wieder in GTA 5 im Story-Modus. Und vielleicht werdet ihr euch jetzt fragen, warum bist du wieder hier bei diesem Ort? Warum bist du genau hier bei diesem Staudamm? Da ist ja eigentlich nichts Besonderes. Nun ja, viele werden sagen, ja, da ist nichts Besonderes. Manche von euch wissen aber vielleicht, dass es hier ein gruseliges Easter Egg gibt, was Rockstar Games hinzugefügt hat. Nämlich kennt ihr sicherlich alle Leonora Johnson. Und Leonora Johnson ist ja so gesehen ein Charakter im GTA-Universum, dem es wirklich nicht so gut ging. Und was da genau passiert ist, Leute, eine kurze Zusammenfassung bekommt ihr jetzt mal. Denn Leonora Johnson wurde nämlich ermordet, und wer ihr Mörder ist und so weiter und so fort, das habe ich alles schon mal aufgedeckt, aber ihr könnt es auch selber in GTA 5 herausfinden. Gehen wir jetzt aber auf was wir wissen, werden wir auch Bilder sehen, wie zum Beispiel Leonora Johnson auch am Tatort aussah. Ihr könnt das Ganze auch selber in GTA 5 testen, ihr geht einfach auf whokilledleonorajohnson.com. Nun ja, und wenn ihr euch dann mal die Bilder ein bisschen genauer anschaut und auch diesen Ort hier, werdet ihr feststellen, dass die eigentlich ziemlich identisch sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Leonora Johnson eigentlich hier ermordet wurde und dass hier der Tatort eigentlich stattgefunden hat. Aber was heißt das genau? Naja, dass dieser Ort noch eine weitere Geschichte hat, nämlich vielleicht kennt ihr sicherlich Dom. Und zu Dom gibt es nämlich auch eine sehr interessante Geschichte und auch zu einem Hund, der wiederum mit Michael was zu tun hat. Aber bleiben wir erstmal bei Dom. Ich denke mal, jeder von euch weiß sicherlich, wer Dom ist und dass er eigentlich ein extremer Stunter ist. Und dieser extreme Stunter, der geht nämlich auch zu diesem besagten Damm hier. Und wenn er dann nämlich hier genau bei diesem Ort ist, ich blende euch mal die Cutscene ganz kurz ein, werdet ihr feststellen, dass nämlich Dom hier runterspringt und naja, er wird das Ganze nicht überleben. Und dadurch ist dieser Ort eigentlich extrem gruselig, und es kann durchaus sein, dass hier Rockstar Games noch ein weiteres Easter Egg mit eingeplant hat. Denn warum nicht, Leute, hier passiert so viel Gruseliges, da ist es kein großes Wunder, dass zum Beispiel das Wasser rot wird oder dass zum Beispiel auch komische Geräusche zu hören sind. Aber wie schon gesagt, werden wir genau das gleiche machen, was auch Marco Piegan gemacht hat. Das heißt, wir werden erst mal ein bisschen rumlaufen und werden mal schauen, ob wir irgendwas Gruseliges, irgendwelche komischen Geräusche hören können und ob wir auch das rote Wasser finden können. Das erste, was er, glaube ich, gemacht hat, war, dass er, glaube ich, hier bei diesem Steg war, und das Wasser sollte eigentlich sehr, sehr hoch sein. Das heißt, dieser Steg sollte eigentlich überflutet sein, und vielleicht könnt ihr es auch sehen, vielleicht aber auch nicht, aber das Wasser ist hier wirklich ziemlich hoch. Schaut euch nämlich mal das Wasser an, seht ihr auch, dass hier der Wasserpegel wirklich extrem hoch ist und dass es eigentlich nicht mehr lange dauern sollte, bis auch hier alles voller Wasser ist. Aber wart ihr auch schon mal, Leute? Habt ihr auch schon mal irgendwelche komischen Geräusche gehört? Lasst mich gerne mal in die Kommentare wissen. Okay, ich werde jetzt mal ziemlich leise sein, vielleicht werde ich irgendwas hören oder nicht. Ich werde mal den Pegel hier ziemlich laut machen, damit ihr auch alles mithören könnt. Okay, wir haben es jetzt genau 22.12 Uhr und bis jetzt ist das Wasser eigentlich nicht rot. Man sieht, dass das Wasser dort unten eigentlich noch ziemlich normal ist, hat eigentlich eine normale Farbe, eigentlich ziemlich durchsichtig, und man sieht auch kein Blut oder sonstiges. Aber ich bin ziemlich gespannt, was um 3 Uhr nachts hier passiert und ob man zum Beispiel hier wirklich rotes Blut bzw. rotes Wasser sehen kann, und das rote Wasser wird definitiv Blut sein oder auch nicht. Okay, es ist jetzt genau 2.40 Uhr, das heißt in 40 Minuten oder bzw. 29 Minuten ist es auch schon 3 Uhr nachts. Oder 3 Uhr morgens, wie auch immer. Und da bin ich jetzt echt gespannt, Leute, denn so gesehen bei Marco Piegan sein Video war es genau 3 Uhr nachts, wo das Wasser sich rot verfärbt hat. Ich gehe mal wieder zu dem Steg, und der müsste jetzt eigentlich komplett voll Wasser sein, und ihr seht es auch schon, da ist definitiv der Pegel ziemlich hoch. Also das ist definitiv genauso wie in dem Video. Ich werde jetzt mal weiterlaufen, und klar, ihr könnt definitiv auch mithören. Das heißt, wenn euch irgendwelche komischen Geräusche auffallen oder irgendwas vielleicht euch auffällt von den visuellen Dingen her, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin extrem gespannt drauf.
Okay, es ist genau 3 Uhr jetzt geworden und jetzt bin ich echt gespannt. Ich werde jetzt genau zur gleichen Stelle hingehen, wo natürlich auch Marco Piegen war. Okay, ich habe jetzt mal die Zeit genau auf 3 Uhr gestoppt. Das heißt, wenn ich irgendwas auffällt hier, irgendwelche Dinge, dann müsste es auf jeden Fall jetzt sein. Und dort unten sehen wir, dass es auf jeden Fall ziemlich nebelig ist und dass dort auf jeden Fall das Wasser noch strömt. Aber bis jetzt sehen wir keine Person oder so und wir sehen eigentlich, dass es schon etwas rötlich ist, aber nicht zu rötlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, Leute, aber es sieht schon etwas rötlich aus hier. Also es hat schon etwas Merkwürdiges, weil hier echt viele Dinge passiert sind. Aber zum Beispiel einen Geist oder so können wir hier definitiv nicht sehen. Deswegen würde ich auch schon sagen, dass wir weiter zu dem nächsten Mythos gehen. Nämlich soll es hier auch in GTA 5 einen Pool geben, wenn man dort reinspringt um 3 Uhr nachts, dass man dann auch stirbt. Wie das Ganze aussieht, Leute, ich werde es euch mal ganz kurz einblenden. Denn dazu müsst ihr nämlich zur Hausnummer 3543 gehen. Wenn ihr euch nämlich genau bei diesem Ort hier befindet, ihr seht es auch gerade auf der Karte, wo ich mich hier wirklich befinde, dann werdet ihr nämlich die erste Begegnung machen mit etwas ziemlich Merkwürdigem. Nämlich seht ihr erstmal, das Haus sieht außenscheinlich eigentlich ziemlich okay aus. Man findet eigentlich nichts Besonderes oder so, nichts Gruseliges. Doch wenn ihr jetzt mal irgendeine Waffe rauszückt, zum Beispiel das Spezialkarabiner, und da mal ein bisschen genauer ranvisiert, werdet ihr feststellen, wenn ihr dann auch mal schießt, dass genau bei diesem Glas hier, dass dort Blut rauskommt. Wirklich echtes Blut. Ihr müsst dazu keine Mod installieren, ihr könnt es auf dem PC machen, auf der Xbox One oder auch auf der PS4. Spielt ja keine Rolle, Leute. Ihr werdet hier definitiv Blutspritzer sehen. Und ihr seht, Leute, die ersten Schüsse sind auch schon gefallen und ja, man sieht hier definitiv das Blut. Und die Frage, die man sich natürlich hier stellt, warum ist genau hier dieses Haus davon betroffen? Ist es vielleicht ein Fehler von seitens Rockstar Games oder ist hier vielleicht doch etwas Merkwürdiges passiert, was vielleicht so gesehen das Ganze erstmal triggert? Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, auf jeglichen Plattformen finden und das Ganze ist jetzt auch schon mehrere Monate eigentlich alt, deswegen sollte es eigentlich auch Rockstar Games, wenn es ein Fehler sein sollte, möglich sein, dass man das Ganze patcht oder nicht. Was aber jetzt eine Person in GTA 5 herausgefunden hat, wenn ihr jetzt nämlich hier bei diesem Ort ein bisschen mit eurem Hauptcharakter rumläuft, werdet ihr feststellen, dass im hinteren Bereich von diesem Haus das hier auch wirklich ein Pool ist. Und wenn ihr diesen Pool auch genau beobachtet, werdet ihr feststellen, dass dort eigentlich nichts Besonderes ist, oder? Naja, ihr habt ja auch den Clip vorher gesehen und dort ist es passiert, dass Maike gestorben ist. Und mit sterben meine ich wirklich sterben, das heißt erst um 3 Uhr nachts hier in diesen Pool reingegangen und ist einfach gestorben. Niemand weiß warum, das ist verdammt weird. Zusätzlich haben wir auch gesehen, dass natürlich auch in diesem Pool, in diesem Clip, dass da auch Leichen waren. Das heißt, da waren wirklich auch Menschen, die da drin waren und darin gestorben sind. Und dass sich zum Beispiel auch der Charakter, Maike in dem Fall, jetzt bei Marco Piegen, dass er sich auch wirklich erschreckt hat und danach so gesehen einfach gestorben ist. Wie so ein Herzinfarkt. Und da fragt man sich schon, ist das Ganze echt oder nicht? Und was will uns damit Rockstar Games vielleicht sagen? Auch hier werden wir wieder einen Test machen und zwar werden wir auch wieder um 3 Uhr nachts in diesen Pool reinsteigen und werden auch versuchen, dass man das irgendwie triggern kann etc. Das heißt, ich werde jetzt mal reingehen in den Pool. Wenn nichts passiert, Leute, werde ich das Ganze noch mit 3 Charakteren machen und dann werde ich auf jeden Fall noch andere Dinge machen, dass man zum Beispiel hier irgendwas finden kann oder vielleicht auch nicht. Bis jetzt ist Trevor noch okay. Er hat sich nicht erschreckt. Nein, er erschreckt sich definitiv nicht. Wir haben genau 3 Uhr nachts und es ist auch nebelig. Wir sehen aber hier keine Leichen oder sonstiges.
und von den Geräuschen hört man eigentlich auch nichts Besonderes. Okay Leute, Franklin ist schon im Pool und Trevor ist da hinten immer noch, schaut uns die ganze Zeit nur an. Ich werde mir jetzt Mikey dazu holen, mal schauen, was jetzt passiert. Okay, selbst Franklin sagt, dass es ziemlich gruselig ist. Gut, natürlich denkt er, dass wir ihn die ganze Zeit folgen, deswegen. Aber sie steigen jedes Mal wieder aus und wollen immer abhauen. Oh nein, okay, es war zu spät, Leute. Aber jetzt sehen wir den Pool von unten und... Okay, so gesehen ist Michael auch hier gestorben. Aber dieses Haus, Leute, ich kann euch versprechen, mit diesem Haus stimmt zu 100% irgendwas nicht. Das ist verdammt weird. Eigentlich darf das gar nicht der Fall sein, außer das ist ein Easter Egg. Doch Leute, was meint ihr? Habt ihr das Ganze schon mal selber in GTA 5 miterlebt? Oder habt ihr irgendwas Merkwürdiges in diesem Video miterlebt, was euch vielleicht aufgefallen ist? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch es gefällt, könnt ihr gerne einen Post-Wert unterlassen. Und wenn ihr nie wieder was verpassen wollt, könnt ihr gerne auch ein kostenloses Abo dalassen, noch die Glocke drücken. Und ich würde sagen, wenn ihr uns dafür Geld in GTA 5 braucht, könnt ihr auch gerne in die Videoschreibung beischauen. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, haut's rein, euer Enrico Italia. Bis dann, bei dem Endcut. Ciao, ciao. Und da wären wir auch schon bei der lieben Endcut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Andere Videos könnt ihr gerne jetzt anschauen. Einmal ein vorgeschlagenes Video und einmal ein neuestes Video von mir. Falls ihr nie wieder was verpassen wollt, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren bei diesem Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, haut's rein. Wunderschöne Woche noch und wunderschönes Wochenende noch. Bye, bye. Tschüss.